So, Freunde, da sind wir auch wieder zurück mit einer neuen Folge von Prison Architect, ja. Und wieso essen die um 21 Uhr? Okay, lass sie essen. Sie sollen ruhig essen und wenn sie fertig gegessen haben, dann gibt's erstmal Informanten-Time, Alter. So, wir haben 200 Dollars, das ist nicht gerade viel. Um so einen Knast in Gang zu halten. Oh, die hier oben chillen auch. Nice. Wie läuft's hier in dem Ding? Auch okay. Gut, ich glaube. Ach, das ist das Teil. Okay. Ich glaube, sie sind alle im Lockup. Yep. Dann holen wir uns mal Mr. Informant hier. Und gucken mal ganz kurz, was der so zu sagen hat. Gut. Ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite auch noch ein Security-Teil machen. Weil das ist jetzt gerade ein ziemlich weiter Weg zu laufen. Wieso auch immer er nicht da unten durchgelaufen ist. Stattdessen hätte er einfach geradeaus durchlaufen können. Aber gut. So. Dann pausieren wir mal ganz kurz hier und gucken, ob hier irgendwo jemand ist, der. Die hier sind getargetet. Volatile, aber es gibt hier keine. Es gibt aber keine Informanten oder so. Expert Fighter. Extremely quick, strong, quick, fearless. Sieht nicht aus. Okay. Das heißt aber, hier würde ich sagen, wir durchsuchen mal die Zelle und den Gefangenen. Ups. Das jetzt natürlich, dadurch geht dann der Verdacht hoch. Ich gucke nochmal, ob hier noch irgendwo, hier ist einer. Oh, der hat hier ganz schön was gestasht, hä? Da müssen wir auch dringend Search Cell machen. Bei dem daneben auch dann. Und hier unten die vierte von rechts. Gut. Dann kann ich den hier in Ruhe lassen. Hier würde ich sagen, machen wir auch mal Search Cell und die neben dem, der schon durchsucht wird. Der hier. Search Cell. So. Dann hier oben war auch irgendeiner, der hatte. Der hier. Ich glaube, der hatte eine Spitzhacke oder so. Oh. Was hat der denn? Der hat einen Dummy. Krass, okay. Naja. Immerhin etwas, wa? So. Recruit. Hä? Wieso kann ich den nicht mehr recruiten? Na egal. So. Da hatten wir das alles. Das sind wieder 2000 Dollar in der Kasse. Und dann brauchen wir natürlich auch wieder ein paar Objekte. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit hier und hier einem Metalldetektor. Dann hier und hier eine. Ach, fucking Geld immer, ne? Es ist schlimm. Da wäre Geld. Wieso ist hier eigentlich, wieso leuchten die Lampen nicht? Oder ist nur keiner drinne? Das könnte auch der Grund sein. Dann würde ich gerne mal kurz klonen. Und zwar das hier. Kann ich das drehen? Nee, kann ich nicht. Gut, okay. Dann muss ich wohl von Hand aufbauen hier. Dann muss ich wohl von Hand aufbauen. Bank. Nein. Ich habe keine 30 Dollar für eine Bank, ey. Es ist einfach. So, dann einmal ein Serving Table. Und eine Trash. Ne, wie heißt es? Dumpster? Ach, Bin. Okay. Bin, Bin. Ja, jetzt ist die Küche doch größer geworden als geplant. Naja.
Wir machen hier nochmal einen Bin hin. Bin hin. Dann kommen hier... Das mit dem Geld ist echt problematisch, ne? Naja. Was will man machen? Ich kann nur hoffen, dass die Parole einigermaßen... Wir kriegen 5 neue Prisoner zumindest. So. Dann mache ich hier mal eine Mauer so. Jetzt. Mann, ey, das mit dem Geld, ne? So. Ich mache mal hier Lockshut stattdessen. Na bitte. Bevor hier das hier fertig ist, kann ich da überhaupt gar nicht erst irgendwelche Gefangenen reintun. So. Dann brauchen wir natürlich eine Rezeption hier. Ich meine, hier sind schon Metalldetektoren, von daher kann ich mir das sparen. Da brauchen wir natürlich dann Tische. Nochmal so. Und so, und dann können hier ein paar Stühle zum Warten hin. Gut, und eine Lampe wäre vielleicht auch noch von Vorteil. Moment, hier. Mal hier einen und hier einen hin. Und hier eine und hier eine. So. Gut. Und dann brauchen wir natürlich noch für die Küche das Equipment. Kitchen. Und zwar einmal einen Cooker und zweimal Fridges. Gib mir Geld, gib mir Geld. Moment, kurz gucken. Ja, das Mikrofon nimmt auch auf, sehr gut. Sehr gut. Sink. Das mit dem Geld ist echt nicht so geil. Wo wird hier einer angegriffen? Wir haben Schlägerei. Das ist eher ungeil, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Komm schon, gib mir Kohle. Hey, release die Gefangene, endlich. Ich verdiene wieder Geld. So. Dann kann hier noch das rein. Und dann brauchen wir natürlich noch... hier muss noch Strom reingehen, glaube ich, ne? Ja. Sehr gut. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Strom... nach hier. Und dann brauchen wir noch... nochmal... Ah, wobei... Nein! Doch, die Zelle ist... Habe ich die... Was habe ich denn jetzt mitmarkiert? Bin ich dumm? Ach, ich habe den Gang mitmarkiert. Natürlich bin ich dumm. Warum frage ich denn überhaupt, ob ich dumm bin? Ich bin dumm. Ich bin auch dumm, weil ich nämlich die Zellen falsch rumgebaut habe, weil hier jetzt gar kein Metalldetektor mehr rangeht. Das heißt, ich muss jetzt einfach hoffen, dass die Metalldetektoren hier dran reichen, dass hier keine Sachen reingeschmuggelt werden können. Ich meine, so gesehen sollten die reichen. Aber ob sie es am Ende tun, ist dann die andere Frage, ne? Insufficient Funds. Wir haben nicht genug Kohle gerade. Aber ich meine, ich habe genug, genug Zellen, um Max
maximal Security hier reinzubringen. Das heißt, ich mache es jetzt einfach so, weil ich habe keine Muse dafür gerade. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Und hoffe, dass so jedes zweite Ding irgendwie da genug ist, um das Wasser einigermaßen zu verteilen. So. Gut. Und dann muss ich ganz kurz in die Prison Policy gehen. Hier. Mörderer. Mörder. Bei Mord gibt es Maximalteil. Intoxication kann ich da nicht. Kann man da nicht irgendwie Lockup machen oder sowas? Nee. Okay, Attacked Staff würde ich auch sagen, maximal. Gut. Und dann würde ich sagen, müssen wir hier natürlich wieder die Zellen anordnen. So, und hier ist natürlich bei Deployment ganz wichtig. So, und da läuft bitte dauerhaft durch jeden Zellenblock einmal ein Hund. Und hier läuft immer so einer. Und hier läuft um die Uhrzeit so einer. Und dann haben natürlich die maximal... Ach, die habe ich noch gar nicht, okay. So, das Ding ist jetzt, aber wir brauchen natürlich auch dann mehr Köche. So. Weil hier muss ja auch gekocht werden. Ach so, übrigens, ne, hier sollte auch ganz dringend so eine Tür rein. Gut. There are no canteens. Nein, das stimmt. Hier ist aber eine Canteen, die ihr gerne nutzen dürft. So. Und dann natürlich noch so. Ach scheiße, jetzt sind die da immer eingesperrt, ne? Ich würde auch sagen, wir können mal beim Intake, können wir sagen, Number per day, all available. Kann ich nicht sagen, ich will so viele annehmen, dass ich 10 da habe. Adjust the slider to take the ratio of prisoner categories you will receive in the next intake. Okay, das heißt, ich muss jetzt jedes Mal gucken, wie viel ich annehmen kann. Ich würde eigentlich gerne so annehmen, dass immer so 5, 6 Zellen oder so zumindest frei sind für andere Gefangene. Naja. There are no prisoners assigned to eat. Nein, aber die kommen hier. Die sollten nämlich hier... Sollten die drinnen essen. So. Wenn ich jetzt hier mal gucke. Guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Information gehe und ich gucke und ich sehe... Ich sehe, der hier ist tödlich. Dann kann ich den als Maximum Security machen. Und dann sollte der darüber geschickt werden. Und dann kann ich mir jetzt hier... Genau. Und hier ist... Die haben dauerhaft Lockup. Außer jeweils einmal. Die haben kein Yard, das heißt, hier ist auch Lockup. Ne, hier ist kein, sondern hier ist Freetime. So. Und dann sollte der Typ jetzt hier eigentlich hier drüben reingesteckt werden stattdessen. Oder? Was ist er denn? Okay, er wird importiert. Oder exportiert, nicht exportiert. Wie heißt das denn?
Eskortiert. So. 8 normal und ein. Cool, okay. Gut, das heißt, du darfst jetzt hier drinnen essen. Wieso ist da denn nichts? Ach, der geht jetzt in die. Aha, okay. Das heißt, ich muss hier quasi dann den Common Room machen. Junge! Bist du blöd? Das kann doch nicht wahr sein. Sofort erstmal ein Teil geholt. Alles klar. Oh Mann, ey. Wollen wir dann Common Room? Bin ich dumm? Das war so ein Fernseher oder sowas, ne? Ja, da. So. Indoors, failed. Ja, es ist wohl indoors, oder? Ja. Ich meine, hier sollten wahrscheinlich auch noch so dicke Türen dran. Und im Common Room kann ja ein Billardtisch. Dann würde ich sagen, können hier Telefonzellen hin. Ein paar Fernseher. Ein paar Stühle. Bank drücken. So. Und vielleicht noch ein Radio. So. Mehr gibt's nicht. So. Du bist sofort eingeknastert worden, Junge. Du bist richtig, richtig gut, bist du, ne? So. Steigt er jetzt da aus? Ne, da ist jetzt auch hier oben ausgestiegen. Habe ich hier das noch nicht als Rezeption klassifiziert? Doch, habe ich. Okay, das heißt, ich muss dann hier unten. Muss ich hier auch nochmal Deliveries anordnen, sozusagen. Auch wenn das jetzt nicht so wirklich praktisch ist. So, der hatte auch sofort was dabei, der Typ. Unglaublich. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Intake. 24. So viele will ich gar nicht. Ich will. Available 6. Next Intake. Number per day, fill capacity, total prisoners. You want in your prison each. Top up this number each day. The number of prisoners from each category is adjusted with the sliders above. Okay. Eigentlich will ich aber hier nicht unbedingt. Na, wobei. Ist ja erstmal egal. So, das hier kann lock open bleiben. So, das hier sollte. Ja, wobei, das kann auch erstmal open bleiben. Nein! Voll der. Wie heißen die dann? Keine Ahnung. Nicht Maharaja. Wie heißen die denn, ey? Hier, bin ich dumm? Ja, ne? So. Mann, ey. Zwei Zellen. Ich werde wohl $1200 haben. Alter, ey, ist das bescheuert. Naja. Wir haben zumindest jetzt den Sicherheitsflügel sozusagen gebaut. Was sagt denn die Uhr gerade? 25. Das heißt, es sollten 20 Minuten gewesen sein. In einer Minute oder so. So. Oh, da kommen die ganzen Leute. Und ich meine, dann haben wir jetzt hier den, den offiziellen Maximal-Security-Flügel. Der kann jetzt hier in die Richtung weitergehen. Und dann kann er auch hier unten noch ausgebaut werden, in die Richtung. Wenn wir dann 120.000 Öcken haben, um
weiteres Land zu kaufen. Alter, ey. Weiteres Land zu kaufen. Und ja, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ey Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Links findest du einmal mein letztes Video und einmal eine Empfehlung von meiner Community. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du natürlich auch gerne abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen oder mir bei Twitter folgen, um immer up to date zu bleiben, was ich so mache. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.